Wir können ja mal ein bisschen über MMA-News quatschen. Mich hat auf jeden Fall am meisten überrascht, dass Rainer der Ritter von der UFC unter Vertrag genommen wurde. Für mich eine coole Sache. Tatsächlich hat der Typ mich eine Zeit lang wirklich begeistert. Jemand, mit dem ich mich aktiv beschäftigt habe. Ich habe einige seiner Kämpfe bereits geschaut. Ich glaube aber, vielen Leuten wird er nicht sagen, einfach weil er bei One aktiv war oder die haben ihn mal irgendwie beiläufig gesehen, aber sportlich können die nicht wirklich viel mit anfangen. Ich spreche von diesem Zeitgenossen hier. Ist ein Niederländer, hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen als der typische niederländische Kampfsportler, ist, was das holländische Kickboxen angeht und das Mekka des Kickboxens. Davon ist er ganz weit entfernt. So ist auf jeden Fall ein Judoka und ein Grappler, jemand, der im BJJ seine Base hat. 34, das hat sich jetzt nicht auf dem Schirm, ist er aktuell schon. Das ist halt schon relativ tough. Er war Double Champ bei One, hat davor einen anderen Double Champ, Ong Lan Sang, entthront und ja, war eine Zeit lang halt ungeschlagen. Auch bis dahin, ihr seht hier, Mittelgewichtsgürtel abgenommen und den Light Heavyweight-Gürtel abgenommen, hat hier auch eine Titelverteidigung und ey, der sah zu dieser Zeit wirklich, wirklich gefährlich aus, weil er halt einfach ein sehr, sehr zwingendes BJJ hat. Ong Lan Sang, der trainiert im ATT, also ist jemand, der sich gut vorbereitet auf jeden Fall. Ein relativ runder MMA-Kämpfer ist, würde ich sagen. Groß, kräftig. Der war schon wirklich legit, aber es war halt bis dahin und auch in diesen Titelkämpfen von Dritter der Fall, wenn der Leute auf den Boden gebracht hat, dann war irgendwie vorbei, weil er, wie gesagt, sehr zwingend ist, weil er sehr offensiv Position und Submissions sucht und die Leute überfordert damit sind. Er kommt aus dem Gi, also aus dem BJJ mit Gi, soweit ich weiß, läuft auch häufig mit dem ein und so. Ja, bis dahin hat er aber diese PS super gut auch ins MMA gebracht und war eines der Aushängeschilder von One Championship auf jeden Fall. Bis dann eben, wir sehen hier weitere Titelverteidigungen. Big Dash auf jeden Fall auch. Ich glaube, das war der Light Heavyweight-Titel, soweit ich mich erinnere. Genau, den hat er verteidigt. Weiß gerade gar nicht mehr. Ich habe die Kämpfe auf jeden Fall alle gesehen. Auch den Light Heavyweight-Gürtel verteidigt. Bis dann Anatoly Malikin kam, der ja langfristig Triple Champ bei One wurde. Das heißt, der hat diesen erneuten Double Champ, der Ritter entthront und ist danach sogar noch ins Schwergewicht hochgegangen. Das ist halt ein ja, aggressiver Russe, der sehr harte Hände schlägt, zwingendes Boxen auf jeden Fall hat und die Takedowns von der Ritter abwehren konnte und dem Mann richtig, richtig Probleme gemacht hat auf jeden Fall. Der Grappling-Kampf gegen Anvigal Vau, den sollte ich an der Stelle vielleicht noch erwähnen, das war, finde ich, so Hochphase, was so das Star-Dasein von der Ritter hat, anging. Das war halt auf jeden Fall auch so ein kleiner Superfight. Also bei One ist es so, dass du, ich glaube, 12 Minuten grappelst, jedenfalls eine lange Runde. Wer in der Zeit schafft, seinen Gegner zu submitten, gewinnt den Kampf. Ansonsten ist es ein Unentschieden. Der Kampf wurde jetzt ein Unentschieden, weil das Finish nicht kam. Nach Punkten hätte der Ritter das Ding verloren. Aber Mann, es ist André Galvao so. Der war ihm körperlich überlegen. Der ist halt einer der besten Grappler der Welt. Das war schon komplett fair. Aber ja, Malekin hat aufgezeigt, was viele Experten immer irgendwo befürchtet haben. Der Ritter Striking ist ziemlich limitiert. Das muss man doch schon sagen. Also der ist häufig auf seine Gegner wirklich zugestürmt. Vielleicht mal so wirklich im Gracie-Stil einen Push-Kick verteilt, so Push-Kick into Takedown, macht ja auch zum Beispiel Jailton Almeida ganz gerne. Solche Moves hat er vielleicht nochmal gebracht, um die Distanz zu verkürzen, was legit wirkte, aber oft ist er wirklich auch auf seine Gegner zugelaufen, hat versucht, die irgendwie zu packen und ab dann war es dann auch vorbei, wenn er die gegriffen hatte, aber man hatte sich immer gut ausmalen können, dass der halt auch auf dem Weg, die Distanz zu verkürzen, mal eine harte Hand abbekommt. Malekin schlägt halt harte Hände, die so ein kopfloses in den Gegner laufen, wirklich hinterfragen lassen. Und ja, der konnte halt Takedown-Versuche dann auch verteidigen. Der erste Kampf war relativ deutlich und hatte, glaube ich, der Ritter auch so ein, also es war die erste MMA-Niederlage, soweit ich mich erinnere, genau. Hatte dem schon, glaube ich, so ein bisschen Zweifel irgendwie eingeflößt. Und der zweite Kampf tatsächlich, ihr seht hier Retirement,
war dann ein besorgniserregender, würde ich sagen. Ich kenne tatsächlich, sehe ich gerade, den Sieg danach bei UAE Warriors nicht. Ich wusste nicht, dass der Ritter danach dort gekämpft hat. Also der ist wohl von One, ich nehme an, freiwillig gegangen. Obwohl, vielleicht war der auch teuer als Ex-Double Champ und dann haben die es wirklich hinterfragt als ja nicht so lukrative Organisation. Den kenne ich fairerweise nicht, ansonsten habe ich jeden dieser Kämpfe geschaut. Aber der zweite Malekin-Kampf war besorgniserregend, wie gesagt. Also der Ritter hat spürbar an seinem Kickboxen gearbeitet, muss man schon sagen. Wirkte im Striking besser, aber halt trotzdem levels behind so. Hat harte Hände genommen, phasenweise. Auch wirklich Schläge genommen, wo man sich dachte, ich kann mir jederzeit vorstellen, dass er mit dem Nächsten auch aus dem Stand heraus umfällt und K.O. geht. Hatte halt früh Clinches gegriffen und so und es nicht geschafft, Malekin auch nur annähernd in die Nähe eines Takedowns zu bringen. Immer wieder, ja, also er hat sich defensiv intelligenter verhalten als im ersten Kampf, aber immer wieder trotzdem hart getroffen worden und zögerlicher im Stand gewesen. Und in der dritten Runde hat er dann mal so versucht, irgendwie schon auch gezeichnet im Gesicht mit so einer Imanari-Roll, so einen wirklichen Takedown, also auch ein Malekin in seine Guard-Pullen zu erzwingen, hat da wirklich beherzt dran, alle Kraft gefühlt aufgebracht. Und Malekin ist einfach aufgestanden oder hat ihm noch vorher ein paar Schläge auf den Boden gegeben oder so. Und der Ritter ist einfach liegen geblieben, hat wirklich gesagt, ey, ich weiß im Stand, also ich habe jetzt alles in diesen letzten Takedown gesetzt, so. Ich sehe, also so interpretiere ich zumindest seine Mimik, ich sehe ein, dass dieser Takedown nicht mehr kommen wird. Und im Stand ist langsam klar, es tut verdammt weh. Ich mache keinen eigenen Schaden. Ja, ich habe mich defensiv so ein bisschen intelligenter verhalten, aber der schlägt mir die Birne zu Brei so. Und ich muss sagen, das war eine taffe Niederlage. Keine Ahnung, wen der da dann bei UA Warriors weggehauen hat. Vielleicht war das ja wirklich ein Aufbaugegner, 6-2. Oh, das Gesicht kenne ich sogar, ja. One-Hand-Schuhe, den habe ich mal kämpfen sehen, aber ich erinnere mich nicht dran. Kommt aus der Niederlage oder kam aus der Niederlage, als er gegen der Ritter gekämpft hat. Record sieht jetzt nicht so krass aus. FFP sagt mir auch nicht. Goretz, TS, Berghut, Young Eagles, alles noch nie gehört. Ein Sieg bei One eingefahren, zwei, eine Niederlage und dann eben bei UA Warriors gegen der Ritter gekämpft. Ich kann mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass das ein stilistisch ganz passender Gegner war oder irgendwer, ja, keine Ahnung, der ihm lag. Obwohl man hier sieht, der Ritter hat durch Schläge gewonnen. Ich schaue mal, ob man diesen Kampf online sehen kann. Ich habe im Stream ohnehin heute relativ wenig vor. Das können wir uns vielleicht mal gerade anschauen. Worauf ich auf jeden Fall hinaus will, ich feiere der Ritter. Der ist eine coole Persönlichkeit, wirklich eine coole Socke. Der wird nicht über, ja, wie soll ich sagen, die Art irgendwo Promo betreiben, wie es die UFC gerne sieht. Also das ist kein Trash-Talker oder so. Hat er schon phasenweise mal so ein bisschen, aber alles in allem keiner, der da irgendwie krass auf die Kacke hauen wird und die neuen McGregor-Lines auspacken wird. Und sportlich, ey, der ist ein wirklich beeindruckend starker Grappler. Versteht mich nicht falsch, aber ich mache mir Sorgen, ob der halt gegen Leute bestehen kann. Im Mittelgewicht hoffentlich. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er sich wirklich vorstellt, im Light Heavyweight der UFC groß was zu reißen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der auch im Mittelgewicht mit Leuten, die halt gut genug im Grappling sind, dass die sich zumindest nicht verrückt machen vor der Situation, mit dem auf dem Boden zu sein. Also klar, ich muss mich defensiv gegen den sehr diszipliniert verhalten, darf da nicht mutig werden und nicht übermütig werden. Das ist schon ein sehr starker Grappler, aber wenn der Fokus ist, aufzustehen, erstmal nicht submitted werden, dann wird das schon klappen. Also irgendwie so ein Brandon Allen oder so, der dann aber auch im Stand ein bisschen was kann, wie zum Beispiel genau dieser, glaube ich echt, dass der Ritter schwere Abende haben wird. Aber ich bin auch nicht überrascht, wenn der stilistisch gute Leute, reine Striker irgendwie zu Boden bekommt und die dann reihenweise auschoked. Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt. Wie gesagt, der hat mich phasenweise echt begeistert. Ich habe den auch Sebastian zum Beispiel richtig empfohlen, als wir damals Podcast aufgenommen haben, gesagt, du musst diesen Kampf auf jeden Fall jetzt schauen. Der hatte sich zum Beispiel diesen Galvao-Kampf angesehen. Ich glaube auch einen MMA-Kampf davor. Dadurch, dass er so Grappling-affin ist, wusste ich, der wird ihm Spaß machen. Aber ja, es ist ein spannendes Signing. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich finde es sportlich sehr
überraschend, vor allem sportlich sehr, sehr spannend und vor allem wirklich überraschend. Und freue mich auf den Gerald Merchett-Kampf. Das ist nämlich sein erster Kampf im Apex. Bisschen lame. Ich kann nochmal gerade schauen. Am 9. November 24, also zeitnah, relativ zeitnah. Das wird auf jeden Fall eine coole Ergänzung dieses Rosters. Ich höre mal schnell Kopfhörer und dann können wir uns immer seinen letzten Kampf ansehen. Danach. So, ich habe gar nicht hingeguckt. Also, der Ritter ist der mit den roten Handschuhen für die Leute, aber es steht auch unten, die ihn nicht einordnen können. Krass, direkt nach einem mutigen Overhand geschlagen. Also, der hat 100%, ich meine, der lebt in Niederlanden. Der hat sich auch schon mit Gegard Mousasi und so vorbereitet. Dass der ein bisschen was geübt hat im Stand, das sollte klar sein. Also, die Erkenntnis daran scheitert, die war gegen Malekin wirklich eindeutig. Also, dass er Rechtsausleger ist, hätte ich vielleicht auch erwähnen können. Oh, aber da seht ihr wieder. Ich mache mir Sorgen über den in der UFC. Also wie tief die Hände hier sind, wie mutig, selbstbewusst der vor dem steht. Stellt euch vor, da hätte ein Kennen hier zugelangt. Mann, das wäre hart. Schade, dass es jetzt hier keine Phasen gibt, die, also höchstwahrscheinlich, wenn der jetzt gleich die Schläge im Stand gewinnt, wollte gerade sagen, in denen er grappelt und da holt er den Takedown. Wie easy der, also war schon auch relativ leichtfertig von dem Gegner, wie er mir diesen Rücken hergibt, aber der nimmt sich den halt auch so zwingend. Also man merkt dem halt vor allem an am Boden, finde ich, dass der so sehr auf seine Skills vertraut, notfalls wieder in solche Positionen zu kommen, dass er die halt auch mutig jagt. Also der ist nicht bedacht auf erstmal Kontrolle. Vielleicht könnte ich meinen Gegner ja auch verlieren. Der nimmt sich so einen Rücken, wenn er den haben kann. Also okay, ich will jetzt hier nicht kein Grappling-Banause sein, aber wir können hier mal so ein bisschen durchskippen. Wie gesagt, ich bin begeistert von dem Mann, dass ich dieses Grappling nicht genießen würde. Aber ich glaube, in der Position verweilen die erst noch ein bisschen. Schön mit dem rechten Arm gepoundet. عم تكون نيك كرانك اكثر من انها حركه خنق اكثر فوق الفك Das wird dann wohl sein. Ja, ja, jetzt geht hier auch gleich dazwischen. متوقع الحكم راح يوقفها. Ja, okay. Freut mich, dass der mit einem Sieg im Rücken die UFC-Karriere startet und nicht irgendwie von Malekin halt so gebrochen wurde. Das war mein Stand. Davon bin ich ausgegangen, als ich das gesehen habe, dass der gesigned wurde. Das ist vermutlich für die Moral eine gute Sache. Dennoch habe ich meine Zweifel, dass der viel reißt. Aber dass es eine coole Socke ist, da bin ich fest von überzeugt. Auch, ja, einer der aktuell erfolgreichsten, also der letzten 5 Jahre erfolgreichsten europäischen MMA-Fighter überhaupt. Also klar, durch One, eine Bühne, die nicht jeder im Auge hat, so ein bisschen außerhalb des Sichtfelds für den einen oder anderen, aber ja, das wird wie gesagt eine ganz gute Sache. Wir haben noch einige andere gute Ansetzungen auf jeden Fall. Wir haben Jan gegen Figueiredo, ein Kampf, den sich ja viele Leute gewünscht haben. Freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, das wird ja, verrückt. Also, Mann, die schlagen beide wirklich harte Hände, sind beides gute Striker. Ich würde sagen, Jan so ein bisschen mehr der Techniker, Figueiredo so ein bisschen mehr der Brecher halt. Leute vergessen schon tatsächlich so ein bisschen, was Piotr Jan gerissen hat in der Zeit, in der er wirklich so der Boogeyman der Division war. Habe ich ja auch schon irgendwo gesagt, dass ich selbst so meinte, okay, gegen Figueiredo und was für Namen da irgendwo kursiert sind, ich weiß gar nicht, mit Thomas hatte ich mich drüber unterhalten, irgendein relativ hochgeranktes Bantamweight suchte einen Gegner, er meinte, ja, Piotr Jan vielleicht, und ich glaube, es ging sogar um Figueiredo, und ich meinte, ich weiß nicht, der hat doch eigentlich gerade Kämpfe verloren und so, aber, ja,
Ja, ist natürlich trotzdem noch eine der krassesten. Aber schon auch ein großes What-If tatsächlich. Was wäre passiert, wenn der Aljo nicht dieses dumme Knien gegen den Kopf gejagt hätte? Bis dahin hätte er den Kampf auf jeden Fall gewonnen. Er wäre Champion geblieben. Ist eine wilde Situation auf jeden Fall, was so eine Dummheit irgendwie mit einer Karriere anrichten kann. Aber ich tue jetzt auch so, als ob der irgendwie den Vertrag nicht verlängern konnte oder so. Der kämpft gegen Davison Figueiredo. Was natürlich auch die Titelforderung von Merab Dvalishvili, der meinte, eigentlich würde ich viel lieber Figueiredo kämpfen, als Nurmagomedov zunichte macht. Den Wunsch kann er sich, es hätte mich extrem schockiert, wenn Merab Umar Nurmagomedov überspringen könnte, beziehungsweise halt sagen könnte, der könnte schon entscheiden, wen er gerne kämpft und sagt, nee, Umar kann noch mal einen anderen machen, ich kämpfe Figgy. Das wäre crazy geworden, aber der hat ja halt wirklich noch kein gutes Standing bei Dana White. Dass der dem keine Gefallen tut, überrascht mich gar nicht. Ja, ansonsten, wir hatten noch ein paar spannende Ansetzungen teilweise, über die man auf jeden Fall mal kurz quatschen kann. Wir haben Nate Landwehr gegen Austin Hubbard. Nate Landwehr ist halt der Actionfighter schlechthin im Federgewicht nahezu oder auf jeden Fall einer der verrücktesten. Klar, da springen krasse Leute rum wie ein Diego Lopez und ein Max Holloway und so, aber Nate Landwehr, underrated Pick auf jeden Fall für actionreichster Kämpfer im Federgewicht, immer für eine Schlacht zu haben. Ich glaube, Austin Hubbard wird da auch gut dagegen setzen. Danny Rodriguez gegen Morono fand ich auch ganz erwähnenswert. Said Nurmagomedov gegen Daniel Santos finde ich auch sehr geil im Bantamweight, bei UFC 308 noch auf die Karte gerutscht. Wir hatten, glaube ich, noch gar nicht gegen Paul Craig gegen Bo Nickel gesprochen. Auch ein wildes Duell. Ich glaube tatsächlich, Bo Nickel hat da noch das Zeug dazu, Paul Craig zu schlagen. Ich muss aber auch sagen, ich bin jemand, der den so ein bisschen disrespected gefühlt. Also ich finde den auch cool. Ich habe mir auch schon Interviews mit dem bei Bisping und so angehört. Es gibt ja viele Leute, die so seine In-Your-Face-Art beim Face-Off kacke finden. Beziehungsweise vor allem glaube ich, dass dieses Unverhältnis zwischen im Face-Off-Tushirt, ob ich dich umbringen will, und im Fight grapple ich dann mit dir und pull guard und so. Ich glaube, das geht ein paar Leuten auf den Sack, mir gar nicht. UFC 309 jedenfalls in New York auf der Jones-Miocic-Karte und auf der Chandler-Olivera-Karte wird das auf jeden Fall auch noch stattfinden. Ja, und eine Sache hatte mich auf jeden Fall auch noch überrascht. Nicole Schäfer, ich glaube, eine Deutsche, die vielen Leuten was sagt, wird einfach Bernackelboxen. Ich glaube, das hat die auch schon mal gemacht. Ich folge der auf Instagram, also jetzt nicht proaktiv, sondern habe da irgendwann mal auf Abonnieren gedrückt und die ist relativ viel auf Social Media, glaube ich, unterwegs. Jedenfalls ist meine Timeline hier und da mit Content von der gefüllt. Wie auch immer, die wird bei irgendeiner Bernackel-Veranstaltung kämpfen. Noch nie gehört, ist auf jeden Fall nicht Bernackel FC, aber ihre Gegnerin, offenbar gab es da irgendwie einen Wechsel, ist einfach eine ehemalige UFC-Kämpferin. Maria Agapova, das ist eine Ukrainerin, die ja in der UFC gekämpft hat. Ich glaube auch, frisch von da kommt. Ich glaube, die hat ein paar Niederlagen eingefahren. Vielleicht mit dem Gesicht mehr Leuten auch nochmal einen Begriff. Die hatte, glaube ich, auch so ein Grudge-Match gegen wen denn nochmal? Gegen Marina Moros, genau, das war irgendwie ehemalige Trainingspartnerin, eigentlich schon gut befreundet, dann haben sie sich plötzlich gehasst. Ich glaube, da ist mir das erste Mal richtig aufgefallen. Die hat halt wirklich Luana Santos, Julian Robertson wirklich reihenweise verloren, aber ey, hat auch Siege in der UFC eingefahren, Hannah Seifers, Sabina Mosso. Interessant, dass eine Deutsche gegen die im Bernackel boxt. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich werde es trotzdem nicht schauen, aber erwähnenswert fand ich es. Ja, ansonsten gar nicht mehr so mega viel passiert, worüber man sprechen kann, finde ich. Wir hatten ein erstes Face-Off zwischen Bivol und Beterbiev. Das ist mal einer der Boxkämpfe, der wirklich richtiges Big-Fight-Feeling hat, ohne dass da irgendwie Leute allzu medienwirksam durch ihre Persönlichkeit auffallen, sondern rein durchs Sportliche. Zwei krasse Boxer auf jeden Fall. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Canelo dann gegen den Gewinner boxt. Das waren ja beides Namen, die so irgendwo denkbar waren für diesen großen Canelo Money Fight. Vielleicht wird er auch Crawford machen, weil es halt ein Big Money Fight für ihn ist, aber vor allem durch die Gewichtsklasse für ihn halt auch wirklich, also er geht mit einem krassen Gewichtsvorteil, würde mit einem krassen Gewichtsvorteil da reingehen, aber früher oder später sollte der auch bei der BF oder Bivol kämpfen. Das
Ja, wünsche ich mir zumindest auf jeden Fall. Wie alt ist Canelo? Der ist noch gar nicht so alt, gell? Verrückterweise. 34, ja, okay. Das müsste halt jetzt zeitnah passieren. Fände ich crazy, so als letzten Kampf oder einen der letzten Kämpfe der Karriere, Bivol oder Beterbiev, den Gewinner aus dem Kampf. Puh, das wäre gigantisch. Naja, ja, komm jetzt.